Ja, moin, what the fuck? Ich wollte gerade die Aufnahme starten und plötzlich werde ich schon direkt wieder angegriffen. Also, herzlich willkommen zurück bei Genshin Impact. Diese Gegner haben wir beim letzten Mal schon platt gemacht und die mucken jetzt auf, also schnell weg. Müssen wir jetzt nicht unbedingt nochmal besiegen. Wir müssen weiter diese Tränen sammeln. Geht zu den Ruinen im Wald. Oder haben wir jetzt schon genug Tränen? Hier ist auf jeden Fall nochmal irgendwie so ein Element-Ding, was wir beim letzten Mal hatten. Ja, okay, wir können auch gerne zu den Ruinen im Wald gehen. Warum nicht? So oder so werden wir die Quest ja eh alle machen mit der Zeit, deswegen ist es eigentlich egal, was zuerst. Denke ich zumindest mal. Wait, hier ist eine Kiste. Und hier ist auch irgendwas. Wie bekomme ich diese Kiste hier auf? Erstmal ein bisschen die Sträucher hier kaputt machen. Und gucken, ob ich noch auf Aufnahme gedrückt habe in OBS. Ja, gut. Das war nämlich so plötzlich gerade mit dem Angriff. So, was müssen wir hier machen? Das hat doch bestimmt irgendwas mit diesen Statuen hier zu tun. Aber ich weiß, um ehrlich zu sein, jetzt nicht was. Da brauchen wir bestimmt irgendein Item oder so. Habe ich jetzt noch nicht. Closer. You're in for a little shock. He come a little closer. You're in for a little shock. Ja, Kea ist leider sehr low. Hab vergessen, die Kollegen hier mal alle einmal zu healen. Der macht hier irgendwie eine. Komm ich hier raus? Oder? Ich komm hier nicht mehr raus? Oh, ich komm hier nicht mehr raus. Ich treffe diesen Spacken auch einfach nicht. Okay. Ich schieße einfach weiter drauf. Kein Bock mehr jetzt. Boah, der ist aber fucking hartnäckig. Der hat noch 2 Level über meinem Max-Level. Warte, jetzt haben wir auf dem Boden. Ah, er ist immun gegen Wind. Logischerweise, weil er selber eine Figur des Windes ist. Ich mache auch nur dann Feuerschaden, wenn ich den auflade komplett, den Pfeil, ansonsten nicht. Bitte? Oh mein Gott, willst du mich verarschen? Warum hat er mich denn wieder jetzt gefangen genommen? How the fuck soll man dem rechtzeitig ausweichen? Na gut, man kann ihn scheinbar angreifen, dann hört er damit auf. Das hätte ich mal gerne vorher gewusst. Alter! Diese Dinger sind fucking tanky. Nicht geizig sein, schön das Gekochte auch benutzen. Truppenstufe 18 wird empfohlen. Ja, dann sollte ich hier noch nicht reingehen, schätze ich. Also die Empfehlung sagt wahrscheinlich schon einiges darüber aus. Wo waren die Aufträge nochmal? Ich vergesse das jedes Mal wieder, ne?
Jedes Mal wieder vergesse ich, wo hier die... Okay, hier. Okay, wir sollen aber von der Quest aus hier reingehen. Ich brauche aber erstmal Abenteuerstufe 15. Abenteuer EP 175. 175, 100... Okay, das gibt immer 175. 100... Ja, ich muss erstmal ein paar Nebenquests machen, bis wir Level 15 erreicht haben und ich meine ganzen Leute hochscalen kann. Dann machen wir es erstmal so. Wird dieses Rezept wirklich funktionieren? Was ist denn? Reisner, du kommst gerade recht. Mir geht es im Moment nicht so gut. Erinnerst du dich an meine jüngere Schwester Anna? Sie war immer kränklich und konnte sich nicht heilen. Nichts konnte sie heilen. Aber ich habe gehört, dass es im Hafen von Liuya einen unglaublichen Arzt geben soll, der besonders gut darin ist, das Unheilbare zu heilen. Daher habe ich jemanden gefragt, mir zu helfen, ein Rezept von ihm zu beschaffen. Die Zutaten sind alle sehr ungewöhnlich, aber ich vermute, ich kann nichts tun, als es zu probieren. Lass mich mal sehen. Könntest du mir helfen, eine von Dendroschleim geschluckte Beere zu finden? Sowas gibt's? Ich habe auch keine Ahnung. Essen Dendroschleime wirklich Beeren? Ich zähle jedenfalls auf dich. Ich kenne einen Ort, an dem sowohl Schleime als auch Beeren gefunden werden können. Bitte hilf mir suchen. Ich hoffe, du wirst die finden. Okay, let's go. Abenteuer Stufe 12 haben wir. Drei Level-Ups brauchen wir noch. Okay, das bringt mir wahrscheinlich gar nichts, hier gegen die zu kämpfen. Aber ich tue es jetzt einfach mal trotzdem, weil sie gerade auf dem Weg liegt. Holy shit, da habe ich aber das Ausdauersystem gerade gedribbelt. Also irgendwie kann man auch so hochklettern. Das ist ja schon mal wesentlich effizienter. Was ist denn hier eigentlich? Verlorene an. Ich habe ganz vergessen, wofür die eigentlich da sind. Kaufe eine vom Dendro... Was? Kaufen? Wieso jetzt auf einmal kaufen? Ich dachte, ich soll sie finden. Und bitte, von wem soll ich die kaufen? Du hier vielleicht? Jupp, da haben wir sie. Dann ist das vielleicht einfach nur falsch übersetzt worden. Bitteschön. Haben wir gefunden. Es sieht wirklich nicht anders aus. Egal wie man drauf schaut, das ist einfach nur eine Beere. Vergiss es, da es sich um Anweisungen des Arztes handelt, sollten wir dem Rezept bis auf den letzten Buchstaben folgen. Danke, hier für deine Mühen. Ich muss dich in Zukunft vielleicht noch einmal stören. Ist okay. Dafür gibt es ja immerhin auch ein bisschen was. 175 ist halt wirklich nicht sonderlich viel, aber es ist schon mal besser als gar nichts. Da hat er schon automatisch scheinbar die nächste Quest ausgewählt, dann gehen wir da gleich rüber. Nochmal ein Aussichtspunkt. Und
Und hier müssen wir alle Gegner besiegen. No one escapes my sight. Let's spark things up a little. Come a little closer. Go, go! Down! Easy! Ach so, es gibt jetzt hier so mehrere... Alter, okay, das hat ja ordentlich... Okay, das hat richtig viel Abenteuer-EP gegeben. War das irgendwie mehr oder waren wir einfach nur so nah schon am Level-Up dran? Ja, nice, jetzt können wir hier so Spots arbeiten, wo... Spots abarbeiten, wo es Monster gibt. Und dafür ordentlich was einsacken, nur fürs Killen. Let's go. Oh Gott, ich wünschte mir, ich wäre nicht schnell gereist. Ich dachte, dann bin ich mal näher dran, aber hier ist wieder dieser riesig fette Berg. Na egal, vielleicht kommen wir dann so hier hoch. Ja, hier kommt man hoch. Das sieht mir hier aber auch nach einem etwas fetteren Lager aus. Oh ja, das ist ein richtig großes Lager. Shit, das war nicht so gut. You're in for a little shock. Come a little closer. You're in for a little shock. Oh shit, oh shit. Come a little closer. Was explodiert hier immer? Macht mir so viel Damage. Ich hab diesen. War da wieder ein Explosionsfass? Hab ich schon wieder nicht gesehen. No escape! Freeze! You're in for a little shock. So. Schicht im Schacht hier. Level 13. Okay, wir gehen jetzt hier in unbekanntes Territorium. Und ich frage mich auch ein bisschen, ob ich nicht vielleicht das hier erweitern soll. Warte mal. Statue der Sieben. Ich glaube, wenn ich die... Das war doch so, wenn ich die aktiviere, ne? Wenn ich die aktiviere, dann wird der Teil der Karte aufgedeckt. Da bin ich mir ziemlich sicher. Das sollte ich mir auch mal so als kleine Zwischenmission hier nebenbei gleich mal rannehmen, die ganze Karte aufzudecken, wenn ich hier schon unterwegs bin. Oh Gott, das wird ein langer Flug. Aber ich denke, ich schaff's. Och nö. Nicht wieder so ein Viech. Ja, ich muss das sogar besiegen, sonst kann ich das nicht aktivieren hier, ne? The Statue of the Seven seems to be affected by a monster nearby. Defeating that monster. Ach, ist aber nur Stufe 9 diesmal. Okay, dann geht's ja. This moment will be frozen in time. Meine Fresse, scheiße, jetzt kann ich hier nichts mehr. That's more like it. Offen steht dir diese Welt, wenn Edelmut dein Herz erhält.
Yep, okay, genau so ist es. Und wow, das ist ein riesiges Gebiet, was hier... Also erstmal ist die Welt unfassbar gigantisch groß. Holy fucking shit. Ich bin, glaube ich, noch nie mal hier so durchgegangen und habe mir mal angeguckt, wie krass groß die tatsächlich ist. Aber so eine Statue deckt relativ viel auf. Und das ist natürlich auch ganz cool. Achso, Statue anbeten kann ich auch. Was bringt mir das? Ausdauer um 7 Punkte. Oh mein Gott. Wait. Ich kann meine Ausdauer so doch erhöhen. Das geht. Man kann das. Ich muss mehr von diesen Statuen suchen. Stimmt, haben wir nicht dafür... Genau, dafür haben wir doch diese Dinger. Diese Anemo... Jetzt macht's wieder Klack. Okay. Right. Und so können wir nämlich unsere Ausdauer auch erhöhen. Okay, das ist natürlich ein weiterer... Das ist dann natürlich ein weiterer Ansporn, hier in der offenen Welt rumzulaufen, diese Dinger zu sammeln und die Statuen zu aktivieren. Definitiv. Das ist schon ordentlich zu merken, gerade der Ausdauerunterschied. Okay, da unten ist irgendwie ein Dorf oder sowas. Weingut Morgenröte. Waren wir hier schon mal? Nee, ich glaube nicht. Ist aber sehr schön hier. Her mit dem Amino-Kristall-Schmetterling. Try not to enjoy this too much. Come a little closer. No one escapes my sight. Ja, also Monstervernichtungsquests sind sehr, sehr nice, um die Welt zu erkunden und vor allem Abenteuer-EP zu bekommen. Aber jetzt habe ich alle, oder? Hab ich jetzt schon alle. Und außerdem, was ist denn eigentlich ursprüngliches Harz vollständig wiederhergestellt? Ich weiß gar nicht, was das oben rechts hier ist. Okay, Abenteuerstufe 15. Das könnten wir noch machen. Jeden Tag ein neues Abenteuer, sobald du 4 tägliche Missionen abgeschlossen hast. Schließe diesen Auftrag ab, um Missionen für... Warte mal, ich habe doch 4 Missionen jetzt abgeschlossen, oder? Außerdem kann ich Belohnungen für die Abenteuerstufen einsammeln. Also würde ich sagen, gehen wir einfach mal hier schnell, machen wir einen kleinen Abstecher zur Abenteuergilde. You did a fine job. Outstanding performance considering it was your first time. The requester even asked me to thank you on their behalf. And, as promised, you were... Thank you for completing today's commissions. Here is your reward. Gibt's jetzt nochmal extra Abenteuer-EP? You shouldn't have. Except you totally should. This is a token of the guild's gratitude. We receive many new commissions every day, and without the efforts of each and every adventurer, there is no way we could respond to them all. If you complete enough commissions each day, you will be eligible to claim a special reward from me. Your adventurer handbook keeps a record of how many adventures you complete each day. Make sure you claim your daily rewards on the days that you complete sufficient adventures. There is a limited quantity of rewards, so it will become forfeit should you not claim it. You are more than welcome. And please note that helping a fellow adventurer to complete a commission also counts towards your eligibility for a daily reward. We encourage you to work actively with your fellow adventurers. Ad Astra Abyssosk. 500 Abenteuer-EP, let's go. Das hat sich dafür schon mal richtig krass gelohnt. Ad Astra Abyssosk. Okay, die täglichen Missionen sind damit aber abgeschlossen. Und das bedeutet halt, ja, jetzt kann ich keine täglichen Missionen mehr machen, sondern wir müssen bis morgen warten. Aber warte mal, was sind tägliche Missionen? Ist das der Ingame-Tag oder ist das der reale Tag? Weil ich könnte natürlich pennen. Theoretisch.
Theoretisch könnte ich natürlich pennen gehen. Aber gut, okay. Wollen wir es jetzt mal nicht zu krass übertreiben mit dem Tryhard. Wir haben ja noch, zumindest haben wir hier noch zwei andere Sachen, die wir machen können. Das hier zum Beispiel. Huch! Oh mein Gott, ich fucking Idiot. Sie hat schon Kohldampf. Ich dachte erst, sie findet die süß, aber nee. Keep it down. I'm hunting. I've always heard about the wide range of ingredients you can find in Mondstadt, and it looks like it's true. Bist du eine Jägerin? No, I'm a chef. A chef on a mission to find rare and exotic ingredients from all corners of the world. My name's Xiang Ling. I'm from Liyue Harbor. And you? Tufotix. Hello, my name's Paimon. Paimon! Why are you looking at me like that? What an exotic creature! Is it edible? Oh Gott! Hau rein! No, for the last time, Paimon is not emergency food! You seem like good friends. I have a good friend too, called Guoba. Isn't that the name of a Liyue snack? Both the snack and my friend have a special place in my heart. Anyway, can you do some hunting for me? There's lots of game around here that would be amazing to cook with. I can't catch anything to save my life, and I don't want to miss out. Oh, sounds like a bit of an ordeal. Don't be like that. Come on, I'll whip you up a tasty snack later. Ooh, you had me a tasty snack. Don't worry, we're the bestest hunters ever. Du bist schnell zu überzeugen. Don't worry about it. Your friend has already given me a response. I don't care how it's done, so long as you bring me back some raw meat. Great! Then I'll leave you to it. Oh shit, ein neuer richtiger Abschnitt. Alter. Ich habe aber schon drei Fleisch. Wowie, this is great! Some of it I'll shallow fry. Some of it I'll deep fry with mushrooms. Oh, and I wonder how well it goes with slime condensate. Bro, das will ich nicht probieren. Paimon thinks she's forgotten about us. Sorry. I got all excited thinking about new recipes. As promised, a tasty snack. Go on, try it. And tell me what you think. Are we your food testers now? Oh gosh, this is delicious. Can you tell us how to make it? Sure. The only thing is I haven't written down the recipe yet. I got it. I'll make another one now so you can watch. I'm sure you'll pick it up straight away. This seems pretty hard to make. It'll take more than that to learn how to make it. And we don't have a frying pan or any condiments. Come on, it's simple. We can fry on a slab of stone and cook using some boar fat. Build a stove from rocks. Use dry grass for kindling, twigs for firewood. Sweet flowers will do for sugar. As for salt, I found a load of rock salt in a cave the other day. There's still plenty left. Du scheinst das öfter gemacht zu haben. I just can't help myself when there's a chance to try something new. But I can't exactly bring my whole kitchen with me every time I leave the house either. Give me a second while I get everything ready. Hey, what do you think? This is the boar's natural habitat. You can't hunt them here. You'll send them all running. We hunters know better than to kill the chicken to get at the egg. Oh, I get it. The freshest, best quality meat comes from free-range boars that grow up in the environment nature intended for them. If they all ran off, it would be a major blow to gastronomy. No, to all mankind. Ich glaube nicht, dass das so... I'm sorry. Nee.
I got excited and didn't think of the impact we'd have. You should apologize to Draff. As our leader, he always stresses the importance of respecting the rules of the hunt. I'm afraid he is very upset right now. I made a mistake, and I should go and apologize. Eigentlich will ich nicht mitkommen, weil das ist wirklich deine Schuld, aber okay. Thanks, guys. I'll cook up some more tasty snacks for you once this is over. Okay, don't worry. Paimon will remember even if you forget. Draff ought to be in Springvale. Let's go! Oh, man. Springvale, okay. I'll race you there. Das war der erste etwas größere Ort, den wir seit langer Zeit mal wieder gefunden haben. You must be Xiangling. Sorry, Mr. Draff. This was all my fault. I heard the whole story. And now that you're here in person. He's gonna let her have it. Wenn du angreifen willst, komm schon. Please, help me promote my meat. Eh? Sorry if I was a little brash. Let me explain. Springvale has built its reputation on top quality meat products, but this reputation is so far limited to Mondstadt. When I heard that the great maestro Xiangling herself was in Mondstadt, I asked Alan to send you over. Das hat sich aber ganz anders angehört gerade noch. Haven't you heard? She's the one behind Wan Min Restaurant, that one-of-a-kind folk restaurant in Liyue Harbor. Her unique take on cooking ingredients is behind some of the best-loved dishes in all of Liyue. They are very highly rated by travelers, too. You're too kind. I just try to cook things that are cheap and cheerful. With a top-notch chef cooking top-notch cuisine with top-notch meat from Springvale, our reputation would spread far and wide. I don't know. I only ever think about how to make tasty dishes. I never limit myself to specific ingredients, and I don't know the first thing about promoting anything. You use boar meat all the time anyway, surely. I can't see what the issue is. The issue is... What would you think if I added a bit of slime condensate? That's... I mean, couldn't you add something a bit more normal? There's no such thing as normal ingredients to me. You can turn anything into a delicacy if you cook it in the right way. I will not stand for having my creativity shackled by what ingredients I can and can't use. Food cooked like that is destined to be boring. Period. Die Luft wird ziemlich dick hier. Well, since you feel so strongly about it, forget it. But it really is a pity. You know, we did come to apologize. Couldn't you be a little more flexible? It's one thing to apologize, but it's another thing entirely to change the way I approach cooking. What's that smell? It's gorgeous! Ich nehme an, der kommt von hier, der Geruch. Hello! May I have a taste of your delicious cooking? Sorry, I've taken all the orders I can for the next few days. The earliest I could put you down for is 7 days from now. Is that okay? Wow, it must be delicious if it's that popular. Dann gibt's doch beliebte Köche hier. Yeah, good point. Why does Draff want Xiangling to help when Springvale already has this lady? Maybe he feels that Mondstadt cuisine can't compete with that of Teyvat's biggest business hub, Liyue Harbor. But I disagree. I don't think my cooking is at all inferior to anyone else's. Well then, show me what you got. Maybe I could give you some feedback. Sorry, but customer feedback like, oh, that tasted good, is no use to me. If I wanted feedback, I would ask a professional chef. Hang on. Are you... Xiangling? That's me! It's really you! Well, I guess you do know what you're doing when it comes to cooking meat, then.
as it happens, I have one of today's prime cuts remaining. So tell me, how would you cook this? That depends on the ratio of fat to meat. With this cut, I would probably roast it over a hot stone with a little salt, some Joyun chili, and Kingsen flour. Kingsen flour? But the melted fat would make the flavor of the flowers 10 times stronger than when eaten raw. It would overpower everything. I know, that's why it's a garnish. I would never marinate the meat in it. I've tried it before. If you baste the petals in oil and then cook them with the right heat and duration, it gets rid of the bitterness completely and leaves you with a lovely crispy topping. Cool story, bro. Then throw in some Joyun chilies grown at a high altitude where the low humidity and varying temperatures lends them a unique dry heat. The petals absorb the saltiness from the sea salt, the chili spice, and the umami of the tender, freshly grilled steak, while also adding a floral aftertaste. That's pure overkill! You're going all out on the trimmings and doing no justice to the meat whatsoever! Who wants to eat a roast when you can taste everything except the roast? Whoa, whoa, whoa! Stop arguing! Das nennt man wohl ebenbürtige Gegner. Well, there's only one surefire way out of a cooking dispute. I declare a cook-off! Suits me. If you can't beat my cooking, it'll show that Giraffe was clearly wrong about you. All right. But if I win, you have to use my winning dish to promote Springvale. And if you lose, you have to add my winning dish to the Wanmin menu. With a caption saying, "This special addition to the Wanmin menu is generously provided by Chef Brook of Springvale. Meet it's a deal." Ach so, Springvale. Okay, heißt einfach Quelling. Jetzt habe ich's auch gerafft. I'm off to get ingredients. I will see you. Wait. Aber Quelling ist ja dann nicht nur dieser kleine Ort hier, sondern Quelling ist ja dann ein etwas größerer Bereich scheinbar. Ja, einfach Quests zu erledigen, dadurch kriegt man die meisten Abenteuer-EP. Where the fuck is sie jetzt hin? Holy shit. Ist ja fast schon wieder am Rand von dem gerade erst aufgedeckten Land. Das hat sich sogar gereimt. Das muss man auch erstmal schaffen, da genau auf diesem Pfahl zu landen. Das war jetzt nicht unbedingt mit Absicht. So, Zutaten natürlich gerne mitnehmen. Wait, warum wird es auf einmal so dunkel und grau hier? Oh mein Gott, es fängt an zu regnen. Oh nein. Oh no, it's raining. Now my uniform will get all wet. Hat das irgendeinen Einfluss? Ich hoffe nicht. Warte mal. Okay, wir können hier Gott sei Dank laufen. Weil den weiten Weg zu schwimmen, wär schwierig geworden. I think we're getting close. Have you decided what you're looking for yet? Of course not. Then how are you so sure of yourself? That's just my style. If I decided in advance exactly how I was going to cook something, there'd be no element of surprise to the dish. In the same way, if I knew what I was looking for before I found it, it wouldn't be a surprise. But that's so risky! Relax. This is how I came up with all the signature dishes at Wanmin Restaurant. Let's look around here. I'll let you know when I find something I like. Thank you.
Geeignete Zutaten. Check out those lotus heads. Ach so. Look how fresh they are. This should be enough. It's not every day you come to Liyue. Let's keep looking and see what else we can find. Right. Yeah. Wow. This weather is awesome. Yeah. Freeze! Dodge this! Gerne nehme ich die hübsche Truhe an. Quite the find. Wow, Joy and Chili's! Aw, that's such a cute name! Maybe so, but those little fellas pack quite a punch. From what I've observed, Spicy... I still feel like we're lacking something. Was denn? It's missing a little... boom shakalaka. Yeah, now that you mention it, it is a little... boom shakalaka lacking. Pfiff? Brooke may be a stickler for convention, but she is a talented chef nonetheless. There's no doubt she will source the fanciest quality ingredients. To win this will take a truly mind-blowing dish. Something like sea serpent salad, stir-fried kingsen flour, or wild mushrooms in a rich slime jus. Ah, a slime jus? I know how weird it sounds, but I guarantee you it tastes incredible. I'll make some for you next time. Ich kann's kaum erwarten. You won't be disappointed when you taste it. Although it looks a teensy bit gross. Never mind that. I just remembered there's somewhere I never checked out last time. My gut tells me that's where we'll hit the jackpot. Let's take a look! Go and pick some. Get a good handful. Was ist hier los? Das, hier ist ein Monsterlager auf einer Schrägen irgendwie. Das sieht ein bisschen weird aus, aber auch funny. I'll keep this close. Geh zum Ort von dir. Warte mal. Ach so, okay. Es wird einem, das finde ich sehr cool. Es wird einem auch immer angezeigt, wie, ob man jetzt schon da ist, wo man sein sollte. Oh Gott. Oder ob man tiefer muss oder höher muss. What's that? Somebody's injured. What the fuck? Ach so, das ist so eine Eisrose. Verstehe. Was los? So cold. He's shivering. We need to warm him up quick. Make a fire. Hot soup would be even better. How about I look after him while you make him a nice warm bowl of soup? We passed a Hilichurl camp on the way here. There'll almost certainly be a campfire there to cook on. Great. Na gut. Be as quick as you can. Habe ich zufällig vielleicht sogar noch eine Suppe? Nee, eine Rettichsuppe müssen wir machen. Habe ich noch nicht. Muss ich dem was kochen, ey? Ich fass es nicht. Warte, kann ich hier tricksen und komme hier schon hoch? Ah, ne, warte, vielleicht muss ich... Doch, wir müssen, glaube ich, noch ein bisschen hoch, aber... Okay, hier ist noch ein... Hier ist sowieso noch ein Lager. Die explodieren. Jesus Christ, ich kann gar nicht mehr angreifen. You're in for a little shock. Ha!
Die nehme ich hier gerade ganz schön hops. Aber ich glaube auch nur, weil der Kollege da oben die ganze Zeit so eine Explosionspfeile schießt. Ja, und der. Weil der es geworfen hat, wahrscheinlich sogar noch eher. Kletter da hoch. How fortunate. So, da wir haben alles, was wir brauchen, zubereiten. Eigentlich kann ich die automatisch zubereiten. So viele wie geht. Hä? Hab ich nicht. Oh mein Gott, ich habe nicht auf Rettichsuppe gedrückt. Oh Gott, okay, egal. Dann habe ich jetzt halt ein paar Spieße gemacht, auch nicht schlecht. Machen wir gleich noch vier weitere. Wie gesagt, mal erstmal ordentlich was kochen hier. Bet you can't keep up with me. That is better. Thank you. That soup really did the trick. Ich weiß, wie er eingefroren ist durch die Blume da, yes. Glaube ich. I was chasing a boar. Ah, stimmt, die Ruine selbst and auch. After chasing him all this way, he slipped into those underground ruins over there. I followed him inside, but ran into a cryo-regis vine. It froze me instantly. When I woke up, I ran straight outside, but I only made it this far before my strength failed me. How big was it exactly? They do now. I'd heard of them before from others, but this was the first time seeing one with my own eyes. Yikes! We should definitely keep our distance from the ruins. It sounds dangerous. It sounds delicious! Huh? That's it! The missing ingredient! The icing on the cake! Calm down. Can we really eat a tree that's that aggressive? Only one way to find out. Let's go. Sie kann einfach übers Eis laufen. Off she goes again. Do not worry about me. I'll be fine. But you must stop her. She is putting herself in grave danger. Das ist mir durchaus bewusst, ja? Okay. Gucken wir mal, was in diesen Ruinen abgeht. Sieht sehr, sehr geil aus. Dann im nächsten Part von Genshin Impact.